Es ist wie eine kleine Stadt, die an einem vorbeizieht. Frachtschiffe von gigantischem Ausmaß. Denn je mehr Container ein Schiff Huckepack nehmen kann, desto günstiger ist der Transport. Vor einigen Jahren war bei 8000 Metallkisten Schluss. Heute kann ein Frachter etwa das Doppelte laden oder besser gesagt könnte. Denn die Elbe macht nicht mit, sie ist nicht tief genug. Deshalb soll sie ausgebaggert, tiefer gelegt und auch verbreitert werden. Anwohner und Naturschützer fürchten allerdings katastrophale Folgen für die Elblandschaft. Welthandel kontra Umweltschutz. Petra Meyer und Wilhelm Tacke beleuchten den Streit pro und contra. Wie ein schwimmendes Hochhaus schiebt sich das große Containerschiff in den Hamburger Hafen. Die Shanghai ist länger als 3 Fußballfelder und gut 45 Meter breit. Das Rangieren im Hafenbecken ist Maßarbeit. Und es muss schnell gehen. Denn im Moment können große Pötte mit mehr Tiefgang als 13 Metern nur dann anlegen, wenn Flut ist. Herrscht Niedrigwasser, ist die Fahrrinne für sie zu flach. Raus aus dem Hafen geht es nur mit einem genauen Zeitplan. Zurzeit ist es eben so, dass wir die Schiffe hier in einem Zeitfenster um Niedrigwasser abfahren lassen, damit sie dann über die derzeitige Situation auf der Elbe, über die nicht so tiefen Stellen, gegen das auflaufende Wasser fahren können. Das ist relativ schwierig auszurechnen. Containerriesen könnten zu jeder Zeit vollbeladen in den Hafen einlaufen, wenn die Elbe ausgebaggert wird. Passiert das nicht, sehen die Prognosen für die Zukunft düster aus. Wir würden uns in eine Abwärtsspirale begeben, die letztlich dazu führt, dass wir aus der ersten Reihe der Welthäfen uns in das zweite Glied bewegen. 100 Kilometer flussabwärts im niedersächsischen Otterndorf. Für immer größere Frachter die Elbe ausbaggern, Günther Hahl ist strikt dagegen. Als Deichgraf hat er die Aufgabe, das Hinterland vor dem Wasser zu schützen. Er hat noch gut in Erinnerung, wie nach der letzten Elbvertiefung vor rund 13 Jahren Teile des Deiches abgesackt sind. Nun befürchtet er, dass nach dem Ausbaggern Ähnliches passiert. Die nächste Elbvertiefung bringt natürlich auch wieder Gefahren. Die Fließgeschwindigkeit wird höher. Und wenn die Fließgeschwindigkeit höher wird, das wissen Sie früher vom Sandspielen, dann sehen Sie, dann reißt das Meer am Ufer weg. Und diese Gefahr sehe ich unwahrscheinlich. In Hamburg geht es um Arbeitsplätze. Auf der Containerbrücke steuert Dirk Oschekel den sogenannten Spreader, den Greifarm, der die Container am Eurogate vom Schiff holt. Eine Arbeit für Spezialisten. Die Verzögerungen bei der Elbvertiefung machen ihm Sorgen. Viele tausend Arbeitsplätze hängen davon ab, auch sein eigener. Die Elbvertiefung ist für mich mein Lohn und Brot. Hier der Hafen, mein Arbeitsplatz, hier möchte ich auch nicht wieder weg. In Otterndorf lebt Strandkorbvermieter Jürgen Fredebohm vom Tourismus. Davon, dass Urlauber hier Ruhe und Erholung suchen. Baden in der Elbe schon heute nicht ohne Risiko durch den Sog und Wellenschlag der Schiffe. Künftig sollen noch größere Frachter hier vorbeiziehen. Ein Badeverbot hätte schlimme Folgen für den Urlaubsort. Wir haben einfach Angst, wenn hier nicht mehr gebadet werden könnte, dann würden hier viel weniger Menschen sein. Und ich gehe davon aus, dass die ganzen Arbeitsplätze, die hier so sind, die sind dadurch auch gefährdet. Ne? Die Interessen des Strandkorbvermieters gegen die des Welthandels. Gleich 2 Containerschiffe der Reederei China Shipping liegen am Eurogate im Hamburger Hafen. China ist wichtigster Handelspartner. Noch. Denn solange die Elbe nicht ausgebaggert ist, können große Pötte nur mit 80% ihrer Ladung den Hafen anlaufen. Ein Kosten- und Zeitproblem. In Hamburg muss sich die Flexibilität erhalten, dass Hamburg weiterhin auf dem Fahrplan aller großen Kunden der Reedereien steht und damit braucht Hamburg die Flexibilität, dass große Schiffe hier jederzeit raus und rein fahren können. Das Einlaufen in den Seglerhafen von Otterndorf wird künftig schwieriger sein. Die Zufahrt droht zu verschlicken. Und das Segelrevier wird sich grundlegend ändern. Der Elbstrom wird schneller fließen, dadurch gefährlicher. Doch Arnulf Radeker sieht nicht nur das Risiko für die Segler. Je tiefer die Elbe, je größer die Gefahr bei Sturmflut, meint er. Der Hobbysegler weiß, wovon er spricht. Er hat die große Flut 1962 miterlebt. Ich habe Angst gehabt und dieses Szenario möchte ich nicht noch einmal erleben. Wer das erlebt hat hier, der muss einfach krank sein, wenn der für eine Elbvertiefung ist. Die Otterndorfer haben gemeinsam mit Umweltverbänden gegen das Ausbaggern der Elbe geklagt. Sie können das Projekt damit verzögern, ob sie die Elbvertiefung aber tatsächlich verhindern werden, ist fraglich.